Hallöchen und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von StarCraft 2. Das letzte Mal haben wir die letzte Mission, hier die Feuerprobe da, oder wie der da oben hieß, die lustige Mission mit dem aufsteigenden Feuer abgeschlossen. Und wir haben uns jetzt hier, ja, ich glaube, auf dem Fistmesser hatten wir uns schon so weit umgesehen. Hier ist ja auch irgendwie alles abgefrühstückt. Wir haben some of that rare Umojin beer in the back. Interested? Ich fand es gerade interessant, dass ich mit dem reden konnte. Da gibt es Werbung für die Wii oder so, ich weiß nicht, die Eye-Pistol. Cool! Welche hier? Ich würde jetzt ganz gerne einmal... Ich gehe mal erstmal ins Labor. Gucken, ob wir hier irgendwas haben, die wir mit mir reden. Just out of curiosity, I did some tests on the minerals from Redstone. I thought you should know, I found trace quantities of Jorium, a rare crystal with very unique properties. I'm all ears, Doc. What kind of properties? Jorium resonates at the same frequency as certain brain waves. It's been theorized that it could be used to stimulate brain activity or even produce psionic abilities in human subjects. What the hell does Tosh want that for? Gucken wir mal, ob wir irgendwas haben, aber wahrscheinlich nicht. Nö. Mann, ey, ich will wieder Protoss-Punkte hier bekommen. Hab ich so wenig. Steht da irgendwie derzeitige 3 und hier einfach 9. Ja, moin. 9? Ja, moin. Wieso wirkt eigentlich mein Ellbogen? Was ist das denn? Ellbogen. Arsenal auf jeden Fall mal gucken. Hier können wir auf jeden Fall noch ein bisschen was machen. Da habe ich nämlich wieder ganz viel Geld. Oh, Recher, Marodeur, Feuerpresser, Hilfe. Tja, Raketentürme finde ich gar nicht so geil. Habe ich, glaube ich, schon öfter mal gesagt. Ich bin eigentlich dazu... Ich neige dazu, jetzt das tatsächlich erstmal aufzuwerten. Wenn es hier dargestellt wird, dass sie mehr aushalten. Mach ich auch. Komm. Ich kaufe erstmal das, sonst kann ich mir eh nichts leisten. Das könnte ich mir leisten. Bereite des Helion Feierangriffs. Könnte ich mir genau leisten. Aber das ist auch eine neue Einheit, ne? Die gab es in Teil 1 auf jeden Fall nicht. Ich finde sowieso witzig, dass hier einfach das Spiel so schwarze Ränder hat. An der Stelle. Naja. Gut. Brücke. Haben wir hier was Schönes? Tosh. Are you here, Tosh? Ich hab früher außerdem was geskippt, es tut mir leid. Our business is done unless you got something else for me. Yeah, I got another job for us on a world called Belshia. Interested? Maybe. What's in it for me? Piracy ain't exactly my chosen path. Everyone knows Jim Raynor wants to put the hurt on Mengsk. I can help you with that. I can help you big time. I'll think about it. For the time being, welcome aboard the Hyperion. We'll talk later. Ich finde ja immer so hier der Tosh so ein bisschen auf wie so ein Mensch gewordener Predator einfach. Also halt aus dem Film. Ah, he is the man. We make a good team, me and you. So, das hat er gesagt. Meine Maus macht ja manchmal leider Doppelklick, deswegen wird da manchmal die Scheiße geskippt. Das ist ein bisschen stressig. Aber wir kriegen das hin. So, Belshia, das hatte er uns eben aufgetragen. There's a rare gas on Belshia, the Protoss skull, the breath of creation. They think it be a gift from their gods. We call it Tarazine, and it be worth a fortune to the right bidder. Of course, those Protoss will kill us if they catch us on their holy ground. Oh, at least they'll try. Mhm. Ach komm, machen wir das direkt. Here we go. Much prettier than Redstone, yeah? I don't much like fighting Protoss if I can avoid it. Not just any old Protoss. Fanatics called the Tal Darim. They believe the Tarazine is sacred. A gift from the Zelnaga. If these Tal Darim bring in their air power, they're gonna hammer us. Swan, get the Goliath schematics loaded at the factory. If their anti-air missiles are still any good, we might just pull this off. All right, cowboy. I'll get the Goliath schematics loaded so we can build more. How do we get to the Tarazine? See those altars? Tal Darim mystics set them up to collect the Tarazine. We just need to grab it. Well, our SCVs will be able to haul the Tarazine. We just gotta keep it protected. With any luck, we can pick up what we need before the Tal Darim find us. All right, let's get to it.
Okay. Aus irgendeinem Grund habe ich hier gerade Codierung überlastet bei OBS stehen, aber. Na gut, das Ladescreen, ne? Sah doch eigentlich jetzt ganz gut aus. Und meine CPU-Auslastung ist jetzt auch echt. Ist bei 2%, also. Welcome to the jungle. Naja, gucken wir mal, wie es wird. Ich spiele erstmal. So. Oh, Junge. Bauen Sie Terrazin ab. 0 von 7. Die Protoss dürfen keine 7 Altäre versiegeln. Oh, okay. Das klingt irgendwie hart, aber gut. Gucken wir, was das wird. Hier sind die Koordinaten für die Terrazin-Sites, Bruder. Ja, wir schon direkt die neuen Einheiten. Das macht unsere Leben ein bisschen leichter. Schicken wir die schon hin. Wobei, das müssen die. Das müssen die WBS auch machen, ne? Ja, ich habe jetzt nicht so ganz Terrazin. Terrazin sind von WBS abgebaut. Wählen Sie ein WBF und rechts klicken Sie auf einen Teil der Altar. Okay. Klingt machbar. So. Finden Sie Protoss-Relikte, natürlich. Die altbekannte Aufgabe. Ach, guck mal, hier sind ganz viele. Okay, das ist so ein bisschen der Witz an der ganzen Geschichte. Ich verstehe. Okay, das ist aber gar nicht so verkehrt, dass ich die jetzt hier hingeschickt habe. Dass die so ein bisschen beschützen können. Vielleicht geht's schneller, wenn ich mehrere hinschicke. Man weiß es nicht. Ach, das sind Goliaths. Ah ja, die hatten wir auch in Teil 1 auf jeden Fall. In with the gear. Geht das schneller, wenn zwei... Ich habe keine Ahnung. Brauche ich erstmal ein bisschen WBFs. Das ist voll StarCraft 1 Mucke hier. So. Erstes Gerät abgebaut, oder welchen? So sehen die WBS also aus. Cool. Frage, wo willst du als nächstes hingehen? Müssen wir wohl hier runter. Okay. Gott. Ich hab verschluckt. Dann machen wir das. Ist dann natürlich gar kein Problem. Ja gut, einen sollt ihr auf jeden Fall mitnehmen hier. Dann baue ich mir ein bisschen. Oh, Level 1 Upgrade für Infanteriewaffen. Level 1 Upgrade für Infanteriepanzerung. Ah. Was ist das für ein Laden? Maschinendock. Cool. Bauen wir einfach mal beides. Hier können wir wieder Nachschub holen. Habe ich. Wo ist ein. Da ist die Kaserne. Mein Gott. Not enough minerals. Voll leise. Ja, ne? Mehr kann ich gerade sowieso nicht machen. Versorgungsdepot. Muss ja auch wieder was Neues gebaut werden. Oh. This land was sacred to the Tal'Darin before Terrans ever reached the stars. Ach, ich war gerade gar nichts mehr. Hold on now. We just need some of this gas here. We'll be long gone before you know it. No. You shall not defile the breath of creation. Tal'Darin warriors. Execute all those who would desecrate our altars. Oh. The Protoss are mobilizing, sir. Looks like they're gonna go after our SCVs when we harvest the Terrazine. I suggest we only harvest one side at a time and run with a heavy escort. Ja, das ist auch so ein bisschen mein Plan gewesen tatsächlich. Ich werde mal speichern auf jeden Fall. Mir gefällt irgendwie, es dauert so lange gerade hier alles. So ein paar WBFs habe ich aber mittlerweile. Das verstehe ich das Problem also nicht. RIP Protoss. Mach schön mit dir. Habe nicht ein paar gebaut gerade eigentlich. Okay, die Upgrades dauern ganz schön lang, aber so ist es halt manchmal. Das ist eh super weit weg, da komme ich eh nicht hin.
oder? Oh nein, nicht du. Nee, nee, nee. Ja, sollen die mal zubauen? Ist okay. Hab schon einen Plan. Wir können ja mal langsam vordringen und mal den da uns kümmern. Vielleicht geht das ja. Ich geh nochmal speichern, um zu gucken, ob das gut geht. Wo ich dann richtig fett aufs Maul bekomme. War eigentlich, ne? Ich sehe ja erstmal nichts. Dann kann ich auch mal eben da hingehen und den erstmal platt machen, dann wird er auf der sicheren Seite, ne? Oh oh. Ich glaube, der schafft das vorher. Scheiße. Mach ihn doch platt! Ist ja voll geil. Ja geil, Alter. Wo ist der WWF? Da. Ja, ich kann hier gar nichts machen, oder was? Ach, keine Ahnung. Kümmern wir erstmal um den hier. Also um den. Gehen wir da hin. Mach den mal platt. Wie sieht's an der Front aus hier unten? Ja, sind sie nicht. Hier sind Hügel. Oh, der ist fast tot. Ich habe nichts gesagt. So, platzieren wir die hier schön, damit die ein bisschen Schutz haben auf jeden Fall. Wäre aber auch gar nicht schlecht, wenn jetzt ja, hier mal ein paar entstehen. So, guck mal, jetzt habe ich ja schon 1000 Sachen hier. 1000 Sachen. So, mal zwei Goliaths, zwei Autos und nichts. nur ein Tech-Labor irgendwie bauen. Ich verstehe aber noch nicht, wovon das abhängig ist, ob ich ein Tech-Labor bauen kann. Wirklich nicht. Entweder die Mission blockt das einfach, will nicht, dass ich welche baue. Ich weiß es nicht so genau. Oder aber ich verballer hier irgendwas. Mach irgendwas grandios falsch. Ich weiß es nicht. Niemand weiß das. Oder das ist, weil ich jetzt hier schon ein Tech-Labor gebaut habe. Dann muss ich jetzt zumindest einen Reaktor bauen können. Aha, jetzt haben wir den Punkt wieder erreicht. Ich habe ja auch eigentlich nicht viele Einheiten. Oh, das könnte sein, dass er nicht überlebt. Aber ich baue sie. Oh nee, Alter, der ist verreckt. Oder so, nee, hä? Okay, mein WBF ist zwar tot, aber warum ist das hier? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Ah, der ist auf halber Strecke verreckt. Ja, das ist natürlich Käse. Da hättet ihr mal besser beschützen sollen. Das ist das Problem an der Geschichte. Nein, 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 ihr bleibt da. Ja, komm. Hier, hol mal. Hol mal das Relikt. Boah, was dauert das nochmal hier so lange? Sehr schön. Ich hab genau gesehen, dass da was war. Ah, nee. Bleib mal alleine. So. Das ist schon ein bisschen scheiße, was ich hier gerade mache. Oder wie ich es hier mache. So, zurück. Und jetzt dahin. Viel Spaß. Ach, halt's mal. Dann halt so. Hat auch die blödeste Ecke ausgesucht. Ja, ich weiß, Spiel. Ist auch gut. Halt doch dein Maul. Adjutantin. Könnt ihr natürlich direkt mitschicken. Ui. Sehr gut. Ja. Tech-Labor, ne? Es geht mir um den Sack. Ich will ein Tech-Labor bauen. Warpix, Devil Drops, Hammer Securities. Die hatten wir noch nicht. Mal holen.
Das sieht immer so gruselig aus, wenn die auf einmal angeflogen rum, ne? Ist fertig? Ja. Bisschen aus, wenn du festhängen würdest. Aber ich glaube, es passiert hier in dem Spiel nicht mehr so krass. Ich höre auf zu reden am besten. Jetzt hängt er hier echt fest, ey. Yep, denke ich mir auch gerade so. Yep, er hängt mal wieder fest. Brrr, naja gut. Hey, na? Ist geschafft. Ich bin stolz auf dich. 3 down. You're doing great. Keep it up. You're doing great. Danke. Weiß, dass ich toll bin. Pass auf, ihr Auto. Einmal so ein geiles Auto mitnehmen. Ein Auto. Warning. The Tal'Darim are sealing off a Terezin altar. Ja, dann würde ich sagen, let's go. In die Richtung, wobei es hier natürlich noch ein paar Dullis sind. Zwar ein paar meine ich ganz schön viele. Oh oh. Oh Gott, oh Gott. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Dann machen wir anders. Ja, du, dich mach ich jetzt weg. Okay. Oh, wieso kriegt der jetzt... Gefällt mir ja alles nicht so. Machen wir es leider mal so. In etwas größerem Kaliber, wobei jetzt eher ja das Wechsel zu sein scheint. Juhu! Das macht Spaß. Schön abwechseln. So, die tun dies ja auch töten, auch wenn die eh nichts machen. Additional supply depots required. Ist doch schon dabei. Okay, dann jetzt hier hin, würde ich sagen. Mal eben das hier fertig machen. Ich hoffe, das klappt. Pass mal, WBF. Du wolltest du nicht mitkämpfen. Du war das nicht gemeint. Okay, Mann. Ich finde es irgendwie süß, wie er da so. Komm, ich baue jetzt direkt 3 ab. Dann grab ich mir nämlich nochmal eben 2 hier raus. What's going on? Wie gesagt, 2. Ah, you scared me. Go ahead. Geht es mit hier hin? Ich hoffe, das funktioniert, wie ich mir das gerade vorstelle. Incoming transmission. You shall not steal the breath of creation so easily. Careful. They're sending their ships to take out your SCVs. Shoot them down quick, or we're finished. Oh oh, okay. Aber wir sind ja alle an einem Ort, also denke ich okay. Bad news. Dahin. Okay, bada 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 bam. Move, Mr. Rena. Bada bada boom. Collecting Terezin from two places at once. Sure, it's gonna be harder to keep the Tal'Darim. Extra Dialog dafür. Es ist ja alles hier, ne? Ist ja quasi alles um die Ecke, deswegen denke ich mir so, ja, warum nicht? Nee, Jungs. Könnte jetzt auch eine fiese Ablenkung sein. Ja, mach ruhig, ist mir egal, wir haben noch genug. Boy, so, du schaffst es, denke ich, auch alleine. Hab Vertrauen. Wir müssen hier kämpfen. Uiuiuiuiuiui, jetzt sind jetzt aber schon die etwas dickeren hier. Over half the canisters you wanted. Aber zum Glück spiele ich ja auch super easy. Ah, Mann, ey. Es ist so ein bisschen lächerlich irgendwie. Hast du es geschafft eigentlich? Ja, Mensch. Bauen wir weiter ab, falls irgendwas noch passiert. Geilo. Ja, perfekt, ey. Großartig. Gut. Dann können wir uns ja schon mal langsam weiter vorarbeiten. Auch wenn ich noch nicht so genau weiß, in welche Richtung ich eigentlich möchte. Ja, ist doch da, ich find's hier eigentlich ganz sympathisch. Da, wo die auch gerade arbeiten dran. Damn those Tal'Darim.
Every alter they shut down sets us back further. Ja, die haben jetzt ein Ding verfehlt. Da passiert nichts. You and your radar sure can walk the walk. We just need one more canister. Was heißt eigentlich mal Kontrollpunkt erreicht? Heißt es einfach, ich habe quasi einen. Yes, sir. Hat er quasi einen Autosave gemacht, so? Bedeutet das das? Ich weiß nicht. Go ahead. So, achso. Ach, die sind beide versiegelt. Ja, das ist natürlich scheiße. Ja, gut, dann. Müssen wir leider woanders lang. Ja, auch gar nicht mehr so viel. Vier. Theoretisch würde ich natürlich gerne noch die Artefakte finden. So, zumindest eins wäre halt eigentlich ganz nett. Pass mal auf, wir machen mal Folgendes. Ich speichere erstmal mal ab. Dann grab ich mir nochmal hier so ein paar Einheiten, die ich mir gebaut habe. Schick die einfach fett hinterher. Will nämlich auf jeden Fall noch ein Artefakt finden. Ich glaube, dann habe ich nämlich das Upgrade für den nächsten. Da ist eins. Hab gefunden. Ja, dann werde ich glaube ich ein paar verrecken hier. Was passiert hier? Oh. So. This better be good. Oh yeah. Okay. Wo bin ich überhaupt? What's going on? Achso, der ist hier in Gefahr, richtig. Warning. The Tal'Darim are sealing off a Terezin altar. Yep. Aha, na ja, den können sie ruhig kaputt machen, das ist mir egal. Ja, ich gehe schon fast davon aus, dass die. Ah, guck mal, er fängt schon an. Dass die anderen dann wahrscheinlich. Warte mal. Ihr geht auf jeden Fall mal hier hin, dann noch ein paar mehr. Und den gehe ich jetzt einfach noch mal ein bisschen auf die Suche hier. Warum nicht? These reckless Terrans must be stopped. Slay them all. Armed and ready. Gucken, ob ich hier auf die Schnelle noch das Artefakt finde. Und wenn jetzt alle auf dem Weg verrecken, ist mir das eigentlich auch egal, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich sollte vielleicht warten, ne? Nee, das schafft ihr alleine. So aufpassen, dass der jetzt nicht gleich abhaut direkt. Vielleicht finde ich es ja hier auf die Schnelle. Vielleicht ist er irgendwo hier. Wäre natürlich cool, wenn man so ein bisschen besser Map Vision hätte. Oh Gott. Ja. So viel dazu auf jeden Fall. Na komm mal, er fährt schon zurück. Ja, dann halt Pech. Aber der ist ihn nicht gefunden. Das wird hier irgendwo sonst so chillen. Aber er schafft den Rückweg. Dann habe ich auch schön in der Folge eine Mission geschafft. So. That's the last canister. I think we've outstayed our welcome, boys. Okay. Verlorene WBFs einfach. Die anderen. Einer verloren 14, ja, doch ein paar mehr verreckt, aber ist okay. Sir, I received an encrypted transmission from an untraceable source. It claims that Tosh here was part of a classified operation called Project Shadowblade. They used Jorium and Terezine to enhance ghost powers. It's true. We are called Spectres. Next generation ghosts. And you were gonna tell me all this when? We all have our secrets, Mr. Rena. Doesn't mean I'm any threat to you. Maybe not.
But whoever sent this message could be. Matt, any way to verify the transmission? No, sir. But it does end with, I'll be in touch soon. It's Minsk, trying to turn us against each other. Don't let him. I'll let it lie for now. At least till I find out who sent this transmission. But I'll be keeping an eye on you, Tosh. You can try. Der gute Macintosh. Okay. Eine Stunde später. Dann beende ich jetzt aber, denke ich, die Folge, wenn jetzt nicht krass was passiert. Ja. Oh, jetzt steht er hier oben. Ja, wir haben beim nächsten Mal auf jeden Fall 4 anzugucken. Ich sage danke fürs Zusehen, ich hab's gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal genau hier wieder. Bis dahin. Tschüss.